Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar ist heute das letzte Video der January-Reihe. Und ich dachte mir, da machen wir mal so Dessert-Folge, beziehungsweise wir testen Joghurt, Pudding und Dessert, alles in vegan. Wir haben heute für euch 5 Produkte, die wir testen werden. Wir nennen euch den Preis, die Nährwerte und natürlich bewerten wir den Geschmack. Wir haben unter anderem hier die Limited Edition Apfelstrudel von Alpro. Das ist ein Joghurt. Oder wir haben auch eine vegane Tiramisu. Bin ich auch gespannt. Oder aber auch ein High-Protein-Pudding und 2 weitere Produkte. Wir fangen an mit einem Erdbeerjoghurt in vegan. Es hat 99 Cent gekostet, 125 Gramm und die Nährwerte blende ich euch hier unten ein. Könnt ihr dann nachschauen. Ja, hast du Lust? Ach so, Dennis ist auch dabei. Ich habe Lust, ich bin auch dabei, wie immer. Und ich habe Appetit mitgebracht. Sieht komplett aus wie Joghurt, ist auf Kokosbasis und sieht halt gut aus. Nur mit Kokos. Ganz, ganz leicht. Aber der fruchtige Geschmack übertönt das. Also würde da nicht stehen, dass es auf Kokosbasis ist, hätte ich trotzdem gesucht, ob da Kokos drin ist, weil man schon so eine ganz, ganz, ganz leichte Note von Kokos schmeckt. Und du magst keinen Kokos, wie findest du das? Ich mag keinen Kokos, aber hier passt es. Es ja. Ist leicht genug. Das ist jetzt nicht, also absolut nicht dominant im Geschmack, sondern eher so das Fruchtige. Und diese kleine, hauchzarte Note an Kokos rundet das irgendwie nochmal ab. Also das harmoniert miteinander sehr gut, finde ich. Finde ich auch. Und das hat halt, ja, nicht direkt Stückchen, aber ja, sowas Pürierte, so die Kerne von der Erdbeere. Mhm. Finde ich ganz lecker. Also schmeckt sehr erdbeerig, trotz diesem Kokosgeschmack. Ja. Da kommen wir jetzt zu unserer Bewertung. Ich gebe. Wollen wir auf 3 sagen? Okay. Ich glaube, nee, wir sagen das Gleiche. 1, 2, 3, 4,5. Ich war so kurz, okay, 4 oder 4,5. Jetzt. Wollen wir mal zeitgleich die Punkte sagen? Ja, und dann. Voll cool eigentlich. Ja, eigentlich schon. Also für die Zuschauer auch so. Und dann nochmal darüber schnacken. Ja. Ja, okay, machen wir so. Haben wir jetzt was Neues angeführt. Da kommen wir jetzt. Was da hier. Da kommen wir jetzt zu Schokomousse. Kostet 1,39. Wir haben hier 100 Gramm. Und die Nährwerte könnt ihr auch hier sehen. Riecht sehr schokoladig. Wie so ein Brownie oder so. Cheers. Oh. Sag mal ehrlich, würdest du so eine Packung schaffen komplett? Nee. Viel zu süß. Also, super lecker. Ist auf Mandelbasis. Super lecker, wirklich lecker. Mhm. Aber so abartig süß. Also wenn man, so wie wir jetzt nicht unbedingt irgendwie täglich Zucker isst und da so sehr oder also viel oder auch sogar wirklich sehr, sehr drauf achtet, je nach Phasen. Dann gibt es einen Schock. Dann gibt es einen Schock. Ja, also ich würde sowas nicht schaffen. Ich würde dann eher den Erdbeerjoghurt aufessen. Mhm. Aber es ist halt schon sehr lecker. Also ja. Komplett wie so eine Schokomousse. Ja. Klar. Wie findest du es? Auch sehr lecker. Mir auch natürlich zu süß. Aber ja, schokoladig, super gemacht. Ja, geschmacklich top. Also da kann man nichts gegen sagen. Okay, dann sagen wir jetzt die Punkte wieder auf 3. 1, 2, 3. 3,5. 4? Nee, eine 4 ist es nicht. Okay. Gut, dass wir beide frei entscheiden können. Doch. Ja gut, das lassen wir dann so stehen. Der Geschmack ist super, aber also bis auf zu süß hatte ich halt nichts auszusetzen. Ne? Also, ja, aber das ist bei mir Zucker. Schon sehr, also das ist schon bei mir sehr süß. Ja, und mein Mund explodiert schon. Ja, genau. Ich dachte, aber für 1, 2 Löffel geht das? Ja, aber kaufst du dir so einen Becher für 1, 2 Löffel? Weil wenn ich etwas aufesse, dann hat das Potenzial auf eine 5. Okay. Na, eine 5 habe ich aber auch nicht gegeben. Ja, nee, alles gut. Da kommen wir jetzt, um
den fast direkten Vergleich zu haben und bei Schokolade zu bleiben, kommen wir jetzt zu dem Alpro High Protein Pudding in Schoko. 200 Gramm kosten 1,49 und die Nährwerte könnt ihr in der Tabelle sehen. Aber wir haben hier auf jeden Fall beim ganzen Becher über 20 Gramm Protein. Und das ist ja auch ein Pudding, kein Mousse, ne? Ja, ja, sieht dann auch dementsprechend cheesiers. Sehr viel angenehmer. So, so ja. Das wäre mehr so meins. Meins auch. Aber es ist halt gar nicht süß. Nee. Also sehr zuckerarm. Also, stört mich persönlich gar nicht. Genau, nicht. Aber muss man den Leuten natürlich erklären. Das andere war übelst süß. Das hier ist da im Vergleich nichts gegen. Aha. Wenn man die beiden mischen würde, hätte man die perfekte Süße, finde ich. Stimmt. Also hier muss man schon sagen, es schmeckt eher, das andere hatte nach Schokolade geschmeckt und hier schmeckt man eher Backkakao raus. Mhm. Und Backkakao ist natürlich so ein bisschen bitter. Also man hat so eine gewisse bittere Note. Ja, ja, ich schließe mich dir wieder an. Finde ich persönlich auch angenehmer, weil es nicht so süß ist. Also ich könnte diesen Pudding problemlos komplett inhalieren. Ja. Was beim Mousse nicht gegangen wäre. Punkte. Ja. 3, 2, 1, 4. 4,5. Hä? Ich bin auch nur sicher, dass wir beim ersten das gleiche sagen. Okay, das machen wir jetzt nicht mehr. Okay, dann jetzt darfst du entscheiden. Bleiben wir bei. Und dann schließen wir mit einer Apfelnote. Mhm. Okay, da kommen wir zu Tiramisu. Ich muss sagen, es ist eigentlich, obwohl ich es so ultra selten esse, mein Lieblingsdessert. Mhm. Echt? Ich liebe. Bist du nie? Nee, weil ich nie Dessert esse. Wann esse ich Dessert, wenn wir essen sind? Stimmt. Und wenn ich essen würde, würde ich mich immer für Tiramisu oder für einen Cheesecake entscheiden. Ich würde das immer bevorzugen als irgendwie irgendwie Panna Cotta oder. Ich würde Eis nehmen. Als Eis, wollte ich dann sagen. Wir haben hier 90 Gramm, kostet 1,69 und das hier sind die Nährwerte. Na, Kaffee schmecken. Und Alkohol. Ist der, was ich über alles hasse? Kaffee. Cheers. Cheers. Also ich muss sagen, ich finde es sehr lecker, aber es schmeckt sehr nach Alkohol, obwohl da eigentlich nicht wirklich Alkohol drin ist. Ich finde es sehr lecker. Ja. Ja, ich nicht. Ich hasse, sobald irgendwas nur einen Hauch von Kaffee hat, nur ein bisschen danach schmeckt. Ja, und Tiramisu ist halt, ja. Kaffee. Ist halt Kaffee. Boah, es schmeckt aber sehr nach Alkohol. Also ja, Alkohol schmeckt man auch. Ja, ist halt nicht meins. Es ist schon lecker, ja, aber nochmal würde ich es mir nicht kaufen, sag ich mal so. Okay. Wenn, dann esse ich sowas eher im Restaurant oder so. Ja, probieren kann man es, aber nochmal würde ich es nicht machen. Wie viele Punkte? 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3. 1,5. Oh, krass. So, da kommen wir jetzt zu dem Abschluss der Reihe. Eine Ära geht zu Ende. Der Januar geht zu Ende. Wir haben hier bei der großen Packung haben wir 400 Gramm, kostet 1,99 und die Nährwerte, wenn ihr riecht sehr Apfellastig. Apfel. Ja. Zimtig. Hat auf jeden Fall ein Stückchen drin. Mhm. Cheers. Sehr lustig. Schmeckt einfach nach so Apfelkuchen. Ich muss mich gerade gedanklich in die Vorweihnachtszeit hineinversetzen. Nein, die Winterzeit. Einen Apfelkuchen kannst du immer essen mit Zimt. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob es für euch auch so ist. Zimt gleich Weihnachten. Genau wie Spekulatius. Ja, das kannst du. Zimt und Spekulatius kannst du nicht vergleichen. Doch. Naja, also halt Stückchen drin, schmeckt richtig gut, mild, aber Zimt und Apfelgeschmack sehr präsent, schmeckt einfach nach Apfelkuchen, also wie schmecken soll eigentlich. Ist auf jeden Fall eine Limited Edition und ich gebe noch nicht die Punkte, weil wir das zusammen machen. Ich glaube, wir geben bestimmt gleich viel wieder. Meinst du? Möglich, ja. 3, 2, 1, 4. 4,5.
Hä? Hä? Wie sind denn vier? Dann haben wir jetzt einen Sieger. Und zwar war das allererste Produkt, dieses Erdbeerjoghurt-Ding. Und ja, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht über 2-3 Produkte, aber auch enttäuscht über das Tiramisu jetzt im Nachhinein. Ich habe mich sehr gefreut und es hat nicht so geschmeckt, wie ich es mir vorgestellt habe. Das macht mich ein bisschen traurig, aber ansonsten finde ich, dass es eine sehr gelungene Folge ist für einen Abschluss der Veganuary-Reihe. Nächste Woche geht es dann weiter mit normalen Produkten, sage ich jetzt mal. Also auf jeden Fall Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit wir uns nicht mehr verpassen. Und nächsten Sonntag um 15 Uhr kommt ein neues Produkttester-Video online. Ansonsten, wie fandst du die? Ja, ich fand es auch größtenteils lecker. Eigentlich alles lecker, bis auf Tiramisu. Aber habe ich ja schon gesagt, das ist eine Typsache. Kann mich dann nur anschließen, unbedingt deinen Kanal zu abonnieren. Richtig geile Rezepte, Tests, die Shorts auch unbedingt mal abchecken. Das ist ein richtig cooler Kanal, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Vielen Dank. Aber wir haben auch einen gemeinsamen Kanal, und zwar GDN Fitness. Ich packe euch alle Links in die Beschreibung. Checkt das unbedingt ab. Da geht es mehr um Thema Fitness, Abnehmen. Und da ist auch noch einiges geplant für dieses Jahr. Ich weiß nicht, wenn das rauskommt, ob wir das schon verkündet haben oder nicht. Also muss ich auf jeden Fall gucken. Aber auf jeden Fall da auch vorbeischauen und da auch Kanal abonnieren. Weil, das ist ganz cool. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Okay, dann sagen wir jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.